Dort, hinter dieser leicht missverständlichen Bezeichnung, verbirgt sich ein Zusammenschluss mehrerer Spieleentwickler. GOD steht dabei für Gathering of Developers. Alljährlich laden die Entwickler zu einem Event, auf dem neue und interessante Projekte präsentiert werden. Schauplatz dieses Jahr war München. Mit dabei PC Games Redakteur Andreas Sauerland. Laut Angabe der Entwickler steht das Action-Adventure um Heavy-Metal-Ikone Julie Strain kurz vor der Veröffentlichung. Nur noch einige Unregelmäßigkeiten im Spielverlauf müssen gefixt werden. Voraussichtlich nächsten Monat wird es dann aber wohl Goldstatus erreichen. Das Spiel verbindet rasenschnelle Action-Sequenzen mit Geschicklichkeitsprüfungen, Tomb Raider-ähnlichen Rätseleinlagen und absolut spektakulären Grafikeffekten, Umgebungen und Animationen. KISS Psycho Circus ist ein straighter, unkomplizierter Ego-Shooter mit den vier Charakteren der Kult-Rock-Band KISS. Der Spieler muss sich durch sechs riesige Spielwelten kämpfen. Dabei stehen ihm 12 Waffen, diverse Upgrades und Bonusgegenstände zur Verfügung. In einigen Spielabschnitten stürmen buchstäblich Dutzende von Gegnern gleichzeitig auf ihn ein. Der Spielverlauf beschränkt sich fast vollständig auf unkomplizierte, effektvolle Ballerorgien. Lediglich gelegentliche Hebel- und Schalterrätsel lockern die Non-Stop-Action etwas auf. In wenigen Wochen wird das Spiel in Deutschland erhältlich sein. Tropico ist ein Aufbaustrategiespiel mit Wirtschaftssimulationselementen. Als Herrscher eines kleinen karibischen Eilands muss der Spieler für Wohlstand und Fortschritt seines Volkes sorgen, ohne seine eigene Machtposition zu gefährden. Dabei hat er die Möglichkeiten, Handel mit anderen Inseln zu betreiben, Tourismus zu fördern und eigene Waren und Rohstoffe zu produzieren. Die Bewohner der Insel können nicht direkt angesteuert und gelenkt werden. Stattdessen reagieren sie auf Baumaßnahmen und Manipulationsversuche des Inseldiktators. Bei ungeschicktem Vorgehen kann es zu Volksaufständen oder Putschversuchen kommen. Das Action-Adventure Rune basiert auf der Unreal Tournament Engine. Der Spieler verkörpert den jungen Wikinger Ragnar, der sich durch eine Welt voller nordischer Mythologiewesen kämpft. Besonderheit: In Rune wird es keinen Fernkampf im engeren Sinne geben, stattdessen zahlreiche Nahkampfduelle mit Eismonstern, feindlichen Wikingerstämmen und Ungeheuern. Die Atmosphäre erinnert ein wenig an Heretic 2, allerdings ist der Spielverlauf bei Rune deutlich actionorientierter. Rätsel gibt es dafür nur vereinzelt. Blair Witch besteht aus einer Reihe von insgesamt 3 voneinander unabhängigen Spielen, die sich thematisch alle am Blair Witch-Film orientieren. Sie basieren auf der Technologie des Horror-Action-Adventures Nocturne und bieten eine sehr atmosphärische Grafik, interessante Schatteneffekte und extrem gute Animationen der Charaktere. Alle 3 Titel spielen vor den Ereignissen des Kinofilms und versuchen, das Geheimnis des Geisterwaldes und der kleinen Stadt Burkittsville zu erklären. Teil 1 ist eher rätsel- und dialoglastig, die anderen beiden Teile sind actionorientierter. Die Endsequenz des Kinofilms kommt in Teil 1 als Vision der Hauptdarstellerin vor.